Moin Leute, da sind wir wieder mit dem alten hier, Diablo 2 Resurrected, ne, mit dem alten Barbaren hier, der Hoshi ist unterwegs. Und wir suchen gerade die Spitze von unserem Schaft. Vielleicht ist er hier in der Truhe, nein, ist er nicht, natürlich. Hier gibt's auf die Mütze. Da müssen wir mal einen Tank trinken, sonst trinken wir hier, sonst sind wir gleich am Ende. Oh, Mama Mia. Boah, das war hart, das war hart. Das war ein richtig Scheißviecher. Du kleiner Lümmel. Das kann ja wohl nicht sein. Wie kann man denn hier solche Monster reintun? Tut man nicht. Mein lieber Scholli, du leckst mir den Arsch. Leckst mir den Arsch. Was war das denn? Truhe habe ich doch gesehen in meinem Augenwinkel. Ring nehmen wir mit, Schlüssel nehmen wir auch mal mit. Da haben wir nämlich verkauft, aus Versehen. Und dann ist hier nämlich nichts, ne? Hier ist nämlich nichts. Außer hier so ein... Wie komme ich denn hoch? Von hier. Hallo! Entweihter Sonnenaltar. Zack, da drin. Macht das Damage? Gut zu wissen, dass die Sonne wieder scheint. Ja, die Sonne scheint wieder. Jetzt haben wir nämlich das Lümmel-Amulett gekauft. Da gibt es nämlich jetzt einen Quest und das heißt es nämlich, rede mit den Leuten in Lulgelein. Benutzen hohe Riemen und Schamschamschamschamschamschamsch. Aber erstmal reden wir mit den Leuten in Lulgelein. So, können wir noch irgendwas mitnehmen vielleicht unterwegs? Ich könnte vielleicht noch so einen Gürtel, aber das ist alles Quatsch. Das ist alles Quatsch. Alles Scheiße. Alles Scheißzeug hier, ne? Glaube ich. Bisschen Gold hier. Guck mal, den möchte ich haben. Den hier. Den möchte ich nämlich gerne. Jawohl, Offizier. Gürtel, Erstickung können wir auch mitnehmen. Ist auch gut. Ja. Ein Heiltrank können wir auch noch mitnehmen. Hallo. So, den kannst du auch mitnehmen. Den kannst du auch mitnehmen. Dann ist das Ding mal wieder voll vielleicht. Schriftrolle von Interfenzifizierung. Können wir auch mitnehmen. Noch eine. So ist schön, so ist schön, so ist schön. Jetzt können wir wieder rausgehen, ne? Ist immer so das Ding, man muss ja immer hier, verstehst du, wie ich meine? Aber wir haben jetzt ein Dings. Ein Wegpunkt. Das weiß ich nur nicht. Ah doch, ich weiß es. Au, ich weiß es. Wegpunkt hatten wir jetzt nicht, der ist nämlich hier unten, ne? Das ist, Ach, hier, guck mal, die Sonne scheint wieder, deswegen. Ah ja. Es ist wieder hell hier draußen. Es war ja die ganze Zeit dunkel im Gemunkel. War ja eigentlich ganz nett. Aber hier war jetzt kein weiterer Durchgang, oder? Das ist die Frage. Wo geht's lang? Ich doof oder was? Wo ist denn hier der scheiß Dings? War der hier auf der anderen Etage? Es scheint so. Da ist er. Also ja. Wir haben Sachen gemacht, ne? Palastkeller. Da geht's wohl weiter. Wollen wir mal gucken, ne? Seid gegrüßt. Decki, altes Haus. Das Fiebern-Amulett, das ihr tragt, ist in Wahrheit die Spitze eines Horadrim-Stabs. Ja, ihr besitzt eine wunderbare Gabe, seltene und kostbare Artefakte zu finden. Natürlich braucht ihr einen Horadrim-Würfel, um Schaft und Spitze zu verbinden. Na klar. Na klar. Natürlich. Ich habe mit Fürst Jerin gesprochen. Echt? Und spüre, dass etwas ihn mehr und mehr in Aufregung versetzt. Ihr solltet noch einmal versuchen, mit ihm zu reden. Wenn er euch immer noch nicht ins Vertrauen ziehen will, beweist ihm noch mehr, dass ihr würdig seid. Soweit ich weiß, wächst sein Respekt für euch. Ja, das ist auch gut so, ne? Sonst kriegt er rechts und links einen in die Backen und dann ist fertig. Mit der Geschichte. So, was haben wir hier? Horadrim, sieben Gräber, Horadrim, Stab. Der Stab der Könige. Ja, den hatten wir schon. Sieben Gräber und Horadrim-Würfel und Gedönse. So, warte. Guten Tag. Guten Tag, Ingelore. Wir sind nämlich heute hier gekommen, damit wir heute immer mit dir was gucken können. Wir schmeißen das weg und wir haben, das brauchen wir natürlich. Und das schmeißen wir weg und das schmeißen wir weg und das schmeißen wir auch weg und das schmeißen wir auch weg und... Ei, der ist natürlich... Alter, Falter, du leckst die Kuh am Arsch. Blöde Stärke 48. Aber der hat natürlich ordentlich Bums, ne? Ja.
Aber es ist auch nicht das, was wir wollen eigentlich, ne? Die wollen wir auch nicht haben. Die und die Cognitive plus 7 zu leben, das bringt uns gar nichts. Wenn wir ehrlich sind, ne? Und repariert haben wir auch schon. Und dann können wir nämlich jetzt auch... Hier. Wir haben 13.000 Gold gemacht in der kurzen Zeit hier, ne? Palim, palim. Plus 10 zu Leben, plus 10 zu Mana, Giftwiderstand. Das ist natürlich ein geiles Teil, ne? So. Jetzt kann man nämlich hier eine Verwandlung durch Full. Moment, wir gucken erstmal in die Quests. Warte, wir gucken erst in die Quests. Ich muss ja erst in die Quest gucken. Das haben wir nämlich abgeschossen. Jetzt können wir den nämlich wieder herstellen und ausfüllen und durchführen. Zack. So, jetzt haben wir nämlich hier den Hohadrim-Stab. Schaden. Sehr schnelle Angriffsgeschwindigkeit, erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. Oh, mein lieber Focken. Plus hier und 10 da und 38 hinterher noch. Und das ist alles super gut, ne? Muss ich den jetzt irgendwie anlegen oder so? Spricht mit Draganon. Talraschas Grab. Spricht mit Drogan. Kannst du mir nicht dazu erzählen, Decky? Ausgezeichnet. Ihr habt einen Horadrim-Stab. Ausgezeichnet. Nehmt ihn mit in Talraschas Gruft. Findet in der Gruft die Kammer, deren Boden mit dem Kreis der sieben Symbole geschmückt ist. Steckt den Stab in die Öffnung, die ihr dort findet. Das wird den geheimen Durchgang zu Talraschas Grabkammer öffnen. Aber bereitet euch auf einen Kampf vor. Wahrscheinlich müsst ihr Talrascha besiegen, um Baal zu vernichten. Kein Ding. Machen wir doch alles. Machen wir alles. Das machen wir alles. Kein Problem. Müssen wir nochmal reden mit den alten Verlümmelten? Drognan scheint euch ins Vertrauen gezogen zu haben. Das ist gut. Denn ihr könnt von seiner Weisheit profitieren. Achso, das war vorher, von vorher noch, oder was? Ich weiß gar nicht. Atma ist eine gute Liebe. Der Legende zuvor. Ne, das haben wir alles schon. Das ist alles kein. Ich meine, das hätten wir alles schon gehabt. Ich habe die alten Aufzeichnungen studiert, um den Standort von Talraschas Grab zu finden. Ja. Das Grab selbst habe ich zwar nicht gefunden, aber ich habe einen guten Hinweis für euch. Orason, der große Geisterbeschwörer der Viserei, hat hier irgendwo seine geheime Zuflucht gebaut. Er war ein mächtiger Zauberer und hielt Dämonen als Sklaven in seiner Zuflucht. Auch große Ereignisse behielt er im Auge. Beispielsweise Baals Gefangenschaft in Talraschas Gruft. Wenn ihr Horasons Zuflucht finden würdet, könntet ihr dort gewiss einen Hinweis auf die Lage des Grabes finden. Obwohl ich bezweifle, dass Horason noch am Leben ist, müsst ihr vorsichtig zu Werke gehen. Man kann unmöglich sagen, was euch im Inneren erwartet. Als ich mit Fürst Jerin darüber sprach, bat er, dass ich euch zu ihm schicke. Vielleicht kennt er einen geheimen Eingang oder dergleichen. Ja, das könnte sein. Was hast du nochmal verkauft? Ja, sonst zeig ich, ne? Ja, also, ne, das brauchen wir nicht. Was haben wir noch? Mir, euch einen Rat zu geben. Nee, also, das lassen wir mal lieber. Geheime Zuflucht. Ich habe die alten Aufzeichnungen studiert, um den Standort von Talraschas Grab zu finden. Das war das hier, ne? Das war genau das hier, ne? Ja. Ihr habt gut daran getan, die Klauenvipern zu vernichten. Das sag ich dir. Wir sehen alle mit Freuden, dass die Sonne wieder in alter Pracht erstrahlt. Ganz genau, so ist es nämlich. Ich bin nämlich auch sehr glücklich, dass wir hier diese alte Sonne hier gelümmelt haben. Atma und Fatma und Bratma. Zeig mal her hier, Atma, was hast du denn da? Gibt keine Sorgen, die ein Krug Bier nicht heilen könnte. Ihr habt gut daran getan, unserer Welt das Licht wiederzugeben. Na, das denke ich mir auch. Sieben Gräber, ich war. Ich habe Legenden vom Grab des Talrascha gehört, dachte aber, das sei nur alte. Ich glaube, das kennen wir schon, ne? Ich werde euch was zu trinken spendieren. Na, dann mal raus damit. Das ist also Tageslicht. Wird aber schwer überschätzt. Okay. Du, mein Freund, hast sie nicht alle. So. Die Sache ist nämlich so. Ich meine nämlich das. Also man hat doch, wo man hier angefangen hat, war es doch hell, oder nicht? Es ist doch erst dunkel geworden. Also, was erzählt denn der da? Also, habt ihr Beute mitgebracht? Ja, also so geht das ja nicht. Nö, so geht es nicht. So geht das nicht. Das haben wir nicht zu gehen.
Ja, hier wohnt auch noch irgendwo einer. Hier ist doch der Warif, der alte Schabrackenkönig. Guten Tag. Wir gehen nach Westen. Nein, wir tratschen. Mit neuem Tageslicht kommt man vielleicht wieder zur Vernunft, die man in der Dunkelheit wie hinderliche Unterwäsche abgelegt hat. Bitte wie? Also das ist ein neues Tageslicht. Interessant, interessant. So, wir sprechen jetzt mit dem Kollegen hier. Du bist es nämlich. Guten du! Tag. Als der Ärger hier anfing, hatte ich den verängstigten Haremsgilden gestattet, in meinen sicheren Palast zu kommen. Alles war bestens, bis eines Nachts Schreie aus dem Harem die Treppen heraufhalten. Meine Wachen eilten hinzu und sahen, dass die armen Mädchen von gnadenlosen Dämonen abgeschlachtet wurden. Meine tapferen Wachen versuchten, die Dämonen in die geheimnisvolle Spalte zurückzudrängen, aus der sie gekommen waren. Seither kämpfen meine Männer einen aussichtslosen Kampf. Immerzu kommen Dämonen aus der Spalte in den Palast. Schließlich heuerte ich Grietz und seine Söldner an, damit sie mir helfen, den Rest meiner schönen Stadt zu beschützen. Drognan glaubt, dass die geheime Zuflucht unter diesem Palast begraben liegt, da Ludgolain auf einer alten Festung der Visirei erbaut wurde. Mein ja. Palast steht euch jetzt offen. Passt auf euch auf. Ja, werde ich mir deine Spalte mal angucken, mein Freund. Die Sonne scheint wieder auf Ludgolain. Allmählich mag ich euch. Jetzt wurde auch mal Zeit, oder? Als der Ärger hier anfing, hatte ich den verängstigten... Ja, das hatten wir alle schon gemacht, ne? Wir hatten alles schon gemacht, eigentlich. Kabalababab. Ihr dürft den Palast betreten. Alles aber nett von dir, du Arsch. Ein bisschen so frech hier. Talraschas Grab, Palast, geheime Zuflucht, findet Talraschas Lümmelliese. Und was hier? Wissen wir nicht. Okay. Haben wir irgendwas noch hier angezogen, durchgezogen, abgewichst. Horadrim. Den packe ich mal hier rein, weil was soll's, ne? Einer von 12 Schüsseln haben wir hier. Ab in die Ebene. Wir haben ja noch Zeit. Wir haben ja noch richtig Zeit. Das fand ich damals, dieses Palastlevel, fand ich zwar cool irgendwie, aber es war auch sehr unübersichtlich. Da geht es nämlich schon zur Ebene 2. Ja, Wahnsinn. Es war sehr unübersichtlich, fand ich. Und hier geht es auch zur Ebene 2. Ist ja wunderschön. Das freut mich schon mal, dass wir hier oben nichts ist. Also ab zur Ebene 2. Gehen wir mal hier lang. Ich weiß nicht, ob das irgendwie einen Unterschied macht. Rein in die Luke. So, gib her, die Klübel hier. Bumsti, wumsti. Ich glaube, die sind ganz schön hart hier unten. Du guter Gott. So, Kohle her. Jetzt bin ich nämlich ganz schnell wieder weg. Ja. Hier singt einer. Wer mag es sein? War ja was? Ein Dota-Wächter. Ein Dota-Wächter. You know Dota? You very much Dota. Mal auf der Luke. Hello, Mister! Was bist du eigentlich? Hab ich gar nicht aufgepasst. Oh, hey. Das meine ich. Das meinte ich nämlich. Ich weiß nicht, wo es durchgeht. Man weiß nicht, wo es hergeht. Oder mich das? Ich weiß es nicht. An irgendwas erinnert es mich. Ich weiß nur nicht dran was. Ja. Das ist es so. So ist es nämlich. Hier rein. Hier durch, hier runter, hier rein. Hier durch, hier lümmel, 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 lümmel. Hier ist nichts. War auch schon eine Türe. Hier geht's wieder hoch. Was haben wir hier? Einen toten Lümmel. Regeneration. Trank. So, dann geht's hier weiter. Was haben wir da? Da ist was am Leuchten. Das ist doch schön. Ich mag es, wenn es leuchtet. So, dann müssen wir hier wieder außen rum. Das ist sehr verworren hier alles. Und dann müssen wir hier mal eben die alten Lümmel töten. Das ist sehr unübersichtlich, sage ich ja. Ne? Das ist sehr, sehr unübersichtlich. Ich finde es sehr unübersichtlich. Da habe ich schon mal gesagt, dass ich es sehr unübersichtlich finde. Ich finde es sehr unübersichtlich. Und außerdem finde ich es auch noch sehr unübersichtlich.
Es geht gar nicht. Die ganzen toten Wächter hier und so, die liegen ja alle hier rum einfach. Weißt du, wie ich mein? So, jetzt ist ja bestimmt noch irgendwas. Hier war doch gerade was am Leuchten. Wo war das? Was war da oben? War das hier? Nee. Wo war das? Da oben. War das hier? War das da? Nee, das war das hier gar nicht. Guck mal hier, ein leichter Heiltrank. Nee, ich will mal hier weitergehen. Waren wir da schon drin? Guck mal hier, hier ist so eine Luke, die haben wir noch nicht geöffnet. Aber hier ist auch nichts, ne? Hier geht's auch nicht weiter, ne? Hier geht's auch nicht weiter, ne? Dann können wir hier weitergehen. So, es ist sehr unübersichtlich hier, übrigens. Und, ja. Und diese Eisgeschichten, die sind immer sehr scheiße. Also, die sind immer sehr, sehr mega scheiße. Hallo, Freunde. Habt ihr auf mich gewartet? Das ist aber sehr lieb von euch. Was war hier noch? Den brauchen wir nicht. So, dann weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's. Was steht da oben noch? Hier ist noch Gold ohne Ende. Wo kommt bisher? Packen wir ein. Der hat der Mararacha ja nichts dagegen, denke ich mal, ne? Wo kommst du denn jetzt noch her? Sag mal, willst du mich verarschen oder was? So. Schnauze. So, dann gehen wir hier rein. Dann sind wir hier, dann sind wir da. Dann haben wir noch hier ein paar Bögen. Bögener haben wir nämlich hier. Bögener. Genau, Bögener. Bögener. So, da oben, was war das? Da sind wir hergekommen, ne? Ja, so war es damals. Ich kann mich gut erinnern. Kriegst du gleich einen auf die Schnauze. Kriegst du, machst das Bu-Bu-Bu-Bu. Machst du Bu-Bu-Bu, ne? Machst hier die Luke auf und schon kriegst du dann aufs Maul. So hast du, so hat man es gerne. So braucht man es nämlich. Kompositbogen, den brauche ich nicht. Aber hier brauche ich nämlich eine Ebene 1. Wir sind doch jetzt in Ebene 2. Habe ich irgendwas nicht mitgekriegt? Muss man hier rein, um da oben wieder rauszukommen? Ne, wo sind wir denn jetzt? Hier waren wir noch nicht. Ach so, Palastkeller. Wir sind zum Harem Ebene 2 gewesen. Jetzt sind wir im Palastkeller. Alles klar, die Galle. Und hier gibt es irgendwo einen Lübbel. Hier gibt es irgendwo ein Dings. Na. Wie heißt es denn? In deutscher Sprache sagt man nämlich... Oh, Mama Mia, kommst du mal da raus, bitte? Ich glaube, mein Kollege wird gleich sterben. Oh. Mein Kollege lebt. Ist der nicht gut, der Kollege? Ich hab ihn im Stich gelassen. Tut mir leid. Die Dieter Smaragd, schwacher Heiltrank werde ich brauchen hier, glaube ich. Jede Menge. Das war ja schon mal, ne? Hast du gesehen, ne? Da gibt es nämlich zum Palastkeller Ebene 2. Ich glaube, aber Ebene 1 war das mit dem Dings, oder? Ich weiß es nicht. Aber wer singt denn hier im Gottes Namen? In Gottes Namen, um Gottes Willen. Hat sich wieder keiner um euch gekümmert hier, ne? So. Was war das? So. Das wird immer noch lauter, oder? Meine ich das nur? Ja, das nehmen wir mit. Wir haben ja nichts am Ohr, ne? Wir haben ja nichts am Ohr hier. Ich meine, wir sind ja nicht dämlich. So, immer schön mitnehmen. Ebene 2. Oder war es Ebene 2? Ne, da ist er doch, da ist er doch. Ich seh ihn doch. Wo ist er denn? Wie komme ich da hin? Wir können hier lang gehen und dann hier reingehen und dann sind wir hier. Perfekt. Perfekt. 20 Minuten Folge können wir machen. Aber wir können auch erstmal nochmal hier aufräumen. Erstmal können wir das noch aufräumen hier und dann sehen wir weiter. Da geht's wieder hoch. Das ist jetzt auch nicht das, was wir wollen, ne? Gehen wir nochmal hier lang. Moin Leute.
Wir wollen die ganzen Kollegen hier nicht enttäuschen, die die ganze Zeit auf uns warten, ne? Diese ganzen super schwachen Heiltränke da, die kann man ruhig mal reinschmeißen. Zack, da gibt es nochmal auf der Mütze. Langbogen aber auch nicht. Da ist auch nichts, was wir nötig hätten. Ich bin so traubig. So. Und dann gehen wir jetzt erstmal nach Hause. Komm, jetzt müssen wir erstmal Feierabend machen. Tut mir leid. Jetzt müssen wir erstmal Feierabend machen. Jetzt müssen wir erstmal hier rum und wieder dem Kollegen. Und jetzt habe ich 2 Folgen am Stück aufgenommen. Krass, oder? Nichts zu identifizieren. Guten Abend. Ich bin sehr froh, dass wir uns heute hier getroffen haben. Verteidigung, dein Tomate geht. 24. Ja, das geht. Du gehst mal hier rein. Du auch. Wieso macht er das nicht automatisch? Man weiß es nämlich nicht, ne? Man kann es ja nicht ahnen. So, weiter, 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 weiter. Weiter. Den machen wir auch nicht. Schmeiß weg die Kacke. Hier ist nämlich ein super guter Gürtel. Haben wir nicht auch schon einen guten Gürtel? Ne, kann weg. So. Da haben wir nichts drinnen, denke ich. Repariert haben wir auch. Dann haben wir hier. Da geht der rein und das rein. Wie gehabt. Wir sind immer noch nichts. Wir haben immer noch nichts gefunden, was irgendwie geiler ist oder so. Ne? Aber das behalten wir uns auch vor. Wir warten noch ein bisschen und wir spielen nächstes Mal weiter. Und dann sehen wir uns nämlich vielleicht. Ne? Macht es gut. Bis dahin. Ciao, ciao.